Kopfschuss auf niederländischen Journalisten in Amsterdam. Peter R. de Vries ist nach Angaben der Polizei bei einem Anschlag schwer verletzt worden. Auf den Kriminalreporter wurden mehrere Schüsse abgegeben, einer traf ihm in den Kopf. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er immer noch mit dem Tod ringt. Das Attentat fand gegen 19.30 Uhr statt, als der Journalist Fernsehstudios im Zentrum von Amsterdam verlassen hatte. Er hatte zuvor an einer Live-Sendung teilgenommen. Über die Hintergründe der Tat wurde noch nichts mitgeteilt. Zwei Verdächtige wurden inzwischen auf einer Autobahn festgenommen, ein weiterer Tatverdächtiger in Amsterdam. Das berichten niederländische Medien. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.